Hallo und willkommen. Heute möchte ich euch meinen Blog Müllverbrennung vorstellen, gebaut in EB15. Den Link für den Download findet ihr in der Videobeschreibung. Dazu speichert euch das ZIP-Archiv an eine geeignete Stelle. Ich habe das hier schon mal getan. Entpackt dieses Archiv. Ich entpacke das mal in den gleichen Unterordnernamen. Dann könnt ihr theoretisch das ZIP-Archiv auch löschen. In dem dann entstandenen Ordner habt ihr drei Unterordner: Anlage, Blöcke, Klone und eine Anleitung, die im Prinzip etwas näher beschreibt, was sich wo befindet. Als erstes würde ich euch empfehlen, die Klone zu erzeugen, die ihr für die Blöcke oder auch die Anlage braucht. Dazu öffnet ihr den Ordner Klone und startet dort den TT-Modell-Installer per Doppelklick. Jetzt müsst ihr noch die EEP-Version auswählen, wo ihr die Klonmodelle installieren wollt. Empfehlung ist EEP15, damit ist das Ganze getestet. Es würde auch EEP 13.2 ab dieser Version noch funktionieren, wegen den einspurigen Straßen. Und dann müsst ihr natürlich die benötigten Modelle zum Klonen, also die Originalmodelle, besitzen von Daniel Lese und auch von Sebastian Warner, SW1. Findet ihr auf seiner Webseite zum Download. Ich drücke jetzt mal auf Installieren. Wenn alles korrekt ist und ihr die Originalmodelle besitzt, wird die Installation erfolgreich beendet. Wo findet ihr jetzt diese Klonmodelle wieder? Ich gehe dazu mal in meinen Ordner, wo ich die jetzt gerade installiert habe. Und zwar, die Klonmodelle werden im Ordner Immobilien installiert. Und zwar in dem Ordner Andere und dort in einem Unterordner MV wie Müllverbrennung MBU1, mein Kürzel für Klonmodelle. Dort findet ihr jede Menge Dateien, die dann dort verfügbar sind. Als nächstes solltet ihr euer EEP starten. Und dann die Modelle scannen. Das brauche ich jetzt nicht machen, weil ich diese Installation schon mal gemacht habe. Dann könnt ihr euch diese Anlage, die ich dort mit dazugegeben habe, laden. Diese Anlage befindet sich jetzt in einem Ordner. Muss ich kurz suchen. Und zwar in dem Ordner hier. Trend, Anlagen, Müllverbrennung. Da haben wir wieder diesen Ordner Müllverbrennung MBU1 Anlage. Und dort findet ihr eine Anlage MV MBU101 vor. Und die könnt ihr dann laden. Und habt dann dort die Anlage zur Verfügung. Das wäre jetzt die Sicht auf die Demoanlage, die mit diesem Block oder aus diesem Block dann entstanden ist. Das bedingt natürlich, dass ihr eine Reihe von weiteren Modellen besitzt, die jetzt nicht als Klon zur Verfügung gestellt wurden, sondern das sind die Originalmodelle, wie diese Leitungen teilweise, diese Rohrleitungssysteme und so weiter. Damit ihr wisst, welche ihr benötigt, gibt es in dieser in diesem ganzen Set gibt es in dem Ordner Anlage eine CSV-Datei mit den benötigten Modellen für die Anlage. Ich mache die mal auf. Das sind also alle benötigten Modelle. Teilweise sind es halt Shop-Modelle oder eigentlich sogar real. Teilweise sind es sogar private Modelle. Müsst ihr schauen, ob ihr diese Modelle besitzt.
Wenn nicht, werdet ihr ein paar blaue Fragezeichen sehen. Okay, da müsst ihr dann schauen, welche Modelle ihr noch zusätzlich benötigt, um diesen Block komplett oder die Anlage komplett darstellen zu können. Gegebenenfalls könnt ihr auch nicht vorhandene Modelle dann rauslöschen oder durch andere ersetzen. Das betrifft dann zum Beispiel die Bäume und solche Sachen wie diese Gehwegplatten von Daniel Lese. Teilweise hier dieses Pförtnerhaus und solche Dinge halt, die nicht zwingend, der Zaun und so weiter. Leitplanken, die Striche hier sind, soweit ich mich erinnere, Shop-Modelle, die man dann benötigt. Da müsst ihr halt schauen. Okay, wie gehe ich jetzt mit den Blöcken um? Ich beende diese Anlage jetzt mal und mache mal eine neue Anlage. Jetzt kann ich mir den Block laden, öffne einen gespeicherten Block. Jetzt muss ich natürlich wissen, wo ich diese Datei mit dem Block habe. Das ist bei mir auf dieser Platte unter Anlagen, Müllverbrennung, Blöcke. Dort gibt es zwei Blöcke. MVMBU1 komplett. Das ist der komplette Block, inklusive auch der Landschaftselemente, also Bäume, Gras und so weiter. Ich habe dann noch mal einen Block gemacht ohne die Landschaftselemente, weil das definitiv Kaufmodelle sind und manche haben halt diese Modelle nicht. Dann ist zumindest schon mal die Landschaft, also Bäume und sowas weg. Ich nehme jetzt mal den kompletten Block, klicke den also an, öffne ihn und er wird jetzt mittig an dieser Position aufgebaut. Okay, wenn mir die Position gefällt, kann ich einmal daneben klicken und nochmal daneben klicken, dann ist der Block gesetzt und wir gehen jetzt mal in den 3D-Modus. Und hier gehe ich dann mal in den Edit-Modus und schau mir erstmal an, was ich jetzt bekommen habe. Was beinhaltet dieser Block? Der Block beinhaltet die ganzen Gebäudeelemente für diese Müllverbrennung. Das sind diese ganzen mit diesen grauen Paneelen versehenen Objekte. Diese Geo-Objekte mit den Zylindern und Kugeln, was ich hier benutzt habe. Oder diese Betonelemente, die dabei sind. Die Verkleidung des Schornsteins zum Beispiel. Die Verkleidung der Abgasnachbehandlung und weitere Teile. Dann hier die Schlacke-Silos, die Platten hier unten drin und so weiter. Aber wie man auch sieht, enthält der Block auch schon die Straßen. Und zwar sind das einspurige Straßen, die ich nachher oder die man eigentlich dann zum Bedienen der Müllverbrennungsanlage braucht. Was enthält dieser Block nicht, weil das nicht mit den Blöcken gespeist sind? Komplettes Rollmaterial, wie man sieht, ist hier jetzt zum Beispiel der Kran nicht installiert. Den müsst ihr dann selber dort einbauen. Da könnt ihr dann auch vielleicht nicht gerade den Standard-EEP-Kran nehmen, sondern einen, der etwas hübscher aussieht und so weiter. So, was muss ich jetzt noch machen? Wie ihr jetzt hier seht, sind diese Elemente hängen jetzt hier ein bisschen in der Luft. Das liegt einfach daran, dass ich den ganzen Block auf Ebene 0 eingefügt habe und das aber nachher im echten nicht auch wirklich auf 0 liegt. Und da muss man jetzt etwas anpassen, um das ein bisschen schöner zu machen. Als erstes sieht man auch, dass hier in der Müllverbrennungsanlage jetzt auch die Rasentextur ist und die werden wir jetzt als erstes mal entfernen. Dazu gehe ich in den Landschaftsgestaltungsmodus, suche mir hier gehe also in den Texturmodus, suche mir hier aus den Kategorien EP7 Zubehör und dort den Tunneldurchbruch. Hier machen wir 100%, hier stelle ich das mal auf 3, Intensität 1. Und jetzt klicke ich mal irgendwo hin und schon wird das Ganze durchsichtig. Das heißt, dann ich kann jetzt bis dahin, bis zu dieser Kante, alles durchsichtig machen, bloß nicht, sodass das Grün innerhalb dieser
Müllverbrennungsanlage verschwindet, da noch, da noch, da noch und da noch. So, durch die Platten hier ist jetzt das, was jetzt hier rausstehen würde, abgedeckt und jetzt sieht man schon, dass wir hier nämlich eine tiefe Müllgrube haben mit einem Inhalt. Es ist nicht wirklich Müll, aber was anderes gibt es halt im Grund, hatte ich halt im EEP nicht gefunden. Okay, damit hätten wir schon mal unsere Abfallgrube fertig. Jetzt müssen wir das Gelände etwas anpassen. Dazu gehen wir jetzt auf die Option Plateau erzeugen, bleiben bei einer Intensität von 1 und heben jetzt das Gelände an. Ich zoome noch mal etwas näher ran, dass man es besser sieht, und zoome das Gelände an, kurz bevor es durch die Platte kommt. Also wenn man zu weit ist, das wäre gerade noch so, ich würde es ein, dass man gerade noch so die Kante sieht. Dann gehe ich auf das Stempelwerkzeug, Übertragen von Höhen auf andere Flächen, gehe mit meinem Cursor an diese Stelle, halte die Steuerungstaste gedrückt und klicke mit der linken Maustaste. Jetzt habe ich mir diese Höhe hier kopiert und übertrage die jetzt auf die anderen Stellen. Und wie man jetzt hier sieht, habe ich jetzt hier sogar eine Platte, die etwas höher ist. Das können wir aber gleich korrigieren. Ich kann empfehlen, bei diesen Arbeiten im 3D-Fenster auf jeden Fall die Landschaftselemente auszublenden. Dann kann man sich hier besser bewegen. Jetzt sieht man halt die Platte, die da liegt, die ist etwas zu hoch. Aber wir machen das jetzt erstmal. Ich glaube, ich setze das noch mal doch ein bisschen tiefer, indem ich jetzt hier wieder drauf gehe, mir noch mal die Höhe nehme. Dann sollte eigentlich jetzt hier, wie man sieht, die Höhe wieder erscheinen. Und das stemple ich jetzt einfach komplett überall, wo nachher Fahrzeuge fahren müssen, stemple ich die Höhe einfach mal hin. Das geht ja eigentlich relativ schnell. Ich könnte jetzt auch eine größere Größe wählen, aber das muss jeder selber wissen. Das Einzige ist jetzt hier vorne bei der Einfahrt. Da müssen wir etwas aufpassen, weil es hier eine leichte. Also hier kann man das noch machen. Und wenn man das jetzt hier macht, sieht man, dass das da drüber geht. Deswegen würde ich das nur bis da machen. Und dann einfach mit der Absenkfunktion, bis die Linie hier unten bisschen anpassen. Okay. Kreativität ist trotzdem noch gefragt. Hier kann ich jetzt zum Beispiel die Höhe für diese, sage ich mal, Beete, kann ich jetzt hier etwas anheben. Ups, das war jetzt zu viel. Kann ich wieder zurück machen. Ich könnte mir jetzt dann diese Höhe hier nehmen und stemple die jetzt einfach mal da drüber, um das ein bisschen anzupassen. Und fertig ist das Ganze. So, jetzt fehlt noch Texturierung. Das heißt, ich gehe wieder auf Texturierung und nehme mir jetzt dort aus der Kategorie Straßen zum Beispiel Straße 002. Da mache ich jetzt die Intensität mal so auf 5, 6 und beginne jetzt die Straßenecken einfach zu texturieren.
kann ich auch teilweise großzügig drüber machen, nur hier bei diesen Rabatten und Grün sollte ich. Hier ist ja Straße. Oder Teer zumindest. Das machen wir jetzt erstmal großzügig. Das Feinige kann man dann hinterher noch ein bisschen korrigieren. Okay, so, hier vorne noch. So, hier sehe ich gerade, dass ich hier noch ein bisschen zu viel gemacht habe. Das kann ich ja zurückkorrigieren. Okay. So. Und jetzt schauen wir uns das mal an. So, und jetzt brauche ich doch nur noch zum Beispiel hier diesen Technikbereich zu pflastern mit einer Textur oder auch mit Platten weiter zu belegen, wie ich das gerne möchte, und muss nur noch meine Schaltung und Steuerung für die Fahrzeuge einbauen. Aber das überlasse ich euch. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Video und zeige euch, wie ich hier die Steuerung realisiert habe. Gedacht, es ist halt so, wie man in der anderen Demoanlage sehen kann, dass Fahrzeuge von hier ankommen und dann rückwärts dort einparken, Zeit brauchen zum Ausladen und dann in die Richtung wegfahren, dass sie hier bei der Einfahrt an der Waage gewogen werden und bei der Ausfahrt wieder gewogen werden, um das tatsächliche Ladegewicht der Fahrzeuge zu ermitteln. Das war es eigentlich schon. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.